Hallo, nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie ich Baiser herstelle, seht ihr jetzt, wie ich weiter arbeite. Und zwar zwei Pakete Mascarpone, also 500 Gramm. Die kommen jetzt aber auch noch mal in die Küchenmaschine. Das war Nummer 1. Und hier kommt Nummer 2. Ach, das ging einfacher. Noch hier ein bisschen rauskratzen und rein. So. Und dann kommen wir jetzt einfach nur noch 400 Gramm Schlagsahne zu. Also zwei Becher. Dann machen wir die Maschine wieder zu. Den Spritzschutz wieder drauf. So. Dann fahre ich die Kamera mal ein Stück runter, sonst seht ihr ja nichts. Und das lassen wir jetzt wieder schlagen für ungefähr 3 Minuten. Für euch wieder im Schnelldurchlauf. So, wir fangen schon mal an, den Nachtisch vorzubereiten. Wir haben noch nicht alles. Und zwar jetzt kommt unten erstmal eine schöne Schicht einfach Baiser in die Schüssel. Einfach ein bisschen auseinander. Reißen das alles. So. So, so. Und damit wir da eine schöne Fläche haben. Zack, zack, zack. Ruhig auch ein bisschen zerbröseln. So, so und so. So und dann tun wir das schon mal von unserem gerade geschlagenen Mascarpone-Sahne-Misch was drauf. Obwohl, da können wir eigentlich schon alles drauf tun. Und dann schneide ich gleich noch ein paar Möhren in der Maschine. Die kommen dann da drauf. Auskratzen. So. Jetzt drücken wir das noch ein bisschen schön da rein. So, und verteilen das. So. So. Dann schneide ich jetzt das Obst und dann geht's weiter. Nachdem wir die Bohnen jetzt vorbereitet haben, lassen wir uns einfach von der Maschine in schön gleichmäßige Stücke schneiden.
euch und meldet das. Ich habe jetzt noch ein bisschen Mascarpone wieder rausgenommen. Der steht jetzt hier. Und damit wir noch Platz für die Birnen haben. So, einfach rein damit. Schön verteilen. Natürlich. Immer schön verteilen. So. 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 Ich würde sagen, das reicht. Ach komm, die letzten hier nehmen wir jetzt auch noch. So, damit. Na. Und ja, ihr Birnen. So. So, schön verteilen. Auch ein bisschen reindrücken. Wir müssen gerade einmal kurz die Hände waschen. So. Und jetzt machen wir die Mascarpone. Sahne. Wieder oben drauf. So. Und so. Und so. Das verteilen wir jetzt schön. So, 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 und dann kommt da jetzt wieder ein bisschen Baiser um drauf, ruhig zerkrümmeln, aber natürlich auch ganze Stücke nehmen. Hier noch mal. So. Und hier hinten. So. Zack, zack, zack. Und so. So, dann haben wir es fertig. Dann noch einmal Hände waschen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das nächste gekocht wird, wenn ich euch wieder in meiner Küche begrüßen darf. Bis dahin.